Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe richtig Mist gebaut. Nicht wirklich, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich habe gestern das Tragetuch gewaschen. Ihr wisst, ich habe die Kleine ganz viel immer im Tragetuch. Und dadurch, dass ich das halt den ganzen Tag quasi trage, riecht das halt manchmal auch so nach, wenn ich gekocht habe, so nach Zwiebeln und so. Und dementsprechend muss ich das regelmäßig waschen. Ja, und das habe ich gestern Abend noch schnell gemacht. Ihr habt gestern in dem Vlog gesehen, dass wir, also Bernd war mit der Kleinen noch baden und so und es war schon spät. Und dann habe ich noch eben schnell die Waschmaschine angemacht. Ja, was habe ich dann natürlich vergessen? Klar, das Tragetuch rauszuholen, dass es über Nacht trocknen kann. Ja, und jetzt ist es halt nass. Ich habe es jetzt, weiß ich nicht, jetzt hängt es schon 2 Stunden. Ich hänge es immer hin und her und her und hin. Das ist ja 5,20 Meter lang, deswegen hängt das so doppelt. Und dann verlagere ich das immer, dass es so schnell wie möglich trocknet. Ja, und jetzt sind wir beide hier so ein bisschen, ne, du würdest so gerne jetzt ins Tragetuch und da schlafen. Ja, und da würdest du so gerne jetzt schlafen. Ja. Oh, du bist so müde, ne? Ja. Da schläft sie halt echt am besten, ne? Sie schläft so auch, klar. Aber im Tragetuch wird sie jetzt 3 Stunden schlafen, durchschlafen. Ja, und so immer nur, ne? Nicht so lange, sag mal. Du bist so süß. Du bist so süß. Lachst du die Mama an? Ja, erzähl mal. Ja, eine halbe Stunde hast du schon geschlafen, ne? Bei mir auf dem Arm jetzt. Und warum bist du jetzt wach geworden? Weil die Mama auf Toilette muss. Ja. Und ich konnte einfach nicht mehr liegen. Deswegen musste ich aufstehen, weil ich auf Toilette musste. Und dann bist du auch aufgewacht, ne? Was heißt auch aufgewacht? Ich habe nicht geschlafen. Ich hatte das Video von gestern geschnitten. Und lade das jetzt gerade hoch, damit ihr das heute Abend sehen könnt. Ja? Ach so, wollte ich noch beantworten. Die Frage, wir wurden gefragt, oder ich wurde gefragt, wie viele Kinder habt ihr eigentlich? Es sind so Fragen, die immer häufig kommen, regelmäßig. Die habe ich auch in die Infobox geschrieben und beantwortet. Und wir haben 2 Kinder, Calvino und Livia. Und die Nele, die ihr jetzt in den letzten Vlogs immer im Hintergrund gehört habt, das ist eine Freundin vom Calvino. Die kennen sich schon, keine Ahnung, vom Baby an. Ne? Ja, und die war zu Besuch ein paar Tage. Ja. Ja, und wenn, ich glaube, wenn dann halt so neue Zuschauer da sind, die fragen dann so, wie viele Kinder habt ihr eigentlich, wenn die auf einmal dann die Nele im Hintergrund hören. Und weil wir die so gut kennen, die ist dann halt so ein Familienmitglied, ne? Die wird überall mit eingeplant. Ich habe euch erzählt, wir haben Tickets für den Freizeitpark gebucht und so. Da kommt sie dann auch mit natürlich. Also ja, Nele gehört quasi zur Familie. Oh, schaut mal, wer im Tragetuch ist. Es ist getrocknet, endlich. Und die ist sofort eingeschlafen, die Maus. Sie war so müde. Ich hatte sie ja auf mir. Oder auf mich? Auf mir oder auf mich? Weiß ich nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es richtig heißt. Und ja, da schläft sie zwar auch ein, aber am allerbesten schläft sie zurzeit wirklich im Tragetuch. Und sie, also sofort, ich habe sie rein, hat sich sofort angekuschelt und so, oh, gegluckst und tief und fest eingeschlafen. Ich mache mir jetzt gerade was zu essen von gestern, Reste. Ein Kloß, ein paar Spätzle, dann die geile Bratensoße vom Bernd und Erbsen und Möhren gibt es dazu. Das mache ich mir jetzt warm. Ich habe mega Hunger. Ich habe nur meinen Shake bis jetzt getrunken oder gegessen. Der sättigt ja auch. Aber halt nicht so enorm, ne? Deswegen gibt es das jetzt noch. So. Ich war gerade mit Smurfy draußen. In der Zeit hatte Calvino sich hier schon Reste warm gemacht. Schade, der hat ja seine Meetings oben von der Schule. Aber ja, Smurfy musste raus. Ich konnte jetzt nicht warten. Sonst hätte ich gerne mit ihm zusammen gegessen. Ja, und für später, für heute Abend, bringt der Bernd was mit. Wir haben noch was aufgetaut. Das zeige ich euch nachher. Ja, was richtig Leckeres, was auch der Bernd mal gekocht hat. Fürs Wochenbett hat er das vorgekocht. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen und können uns noch ein bisschen vom bedienen. Voll toll. Ach, schaut mal, was gestern passiert ist. Ich hatte mir mal in Ungarn auf dem Wochenmarkt in Fonjot diese Schüssel geholt. Das ist so eine handgearbeitete Schüssel. Und die ist gestern leider durchgebrochen. Ja.
ups, mal gucken. Wann auch immer ich das nächste Mal nach Ungarn komme, möchte ich mir eine neue da holen. Aber da weiß man ja noch nicht, wann man wieder einreisen kann. Und ja, jetzt haben sie ja hier alles geöffnet. Ab heute kann man ja in die Stadt. Und meine Freundin hat mir gerade gesagt, sie war da, hat ihre DM-Bestellung abgeholt. Man kann das ja online bestellen und dann da abholen. Das hat sie gemacht und sie sagt, du glaubst nicht, wie voll das ist in der Stadt. Die Leute rasten richtig aus. Das habe ich mir gedacht, dass das so voll wird. Und deswegen habe ich da auch überhaupt gar nicht geplant, irgendwo einkaufen zu gehen, außer bei IKEA. Denn bei IKEA kann man einen Termin buchen, damit das halt nicht so mega voll ist. Und das stelle ich mir richtig toll vor, wenn man da mit Termin einkaufen geht, dann ist es halt nicht so voll und man kann ganz in Ruhe da stöbern, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie so ein Terminfenster hat, dass die sagen, sie dürfen jetzt hier nur eine halbe Stunde oder so einkaufen. Das glaube ich nicht. Und deswegen stelle ich mir es schön vor, wenn das IKEA so leer ist, dass man da halt so voll in Ruhe bummeln kann, ohne geschoben zu werden oder ja, dass einem alle im Weg stehen. Und das wollte ich machen für diese Woche. Kann man das schon machen, aber diese Woche schaffen wir das nicht und für nächste Woche kann man keine Termine buchen, weil man ja vielleicht nächste Woche schon wieder richtig rein kann. Also ja, weiß ich noch nicht, ob wir das schaffen werden. Naja, mal gucken, aber das wünsche ich mir. Ich habe mir übrigens schon ein neues Tragetuch bestellt, ein zweites, in rosa. Damit das nie wieder passiert, was mir heute Morgen passiert ist. Ja, wer wird hier wach? Ja. Was, Murphy? Schmeckt dir dein Essen? Ja, ne? Ja, das schmeckt fein, ne? Der Bernd hatte vom Aldi hier so diese Dinger mitgebracht, so Schüsseln. Porzellanschüssel. Na. Porzellanschüssel mit Deckel. Die kann man dann wohl auch in die Mikrowelle stellen und halt im Kühlschrank schön abdecken. Das ist ganz praktisch, wenn man mal sowas. Ich finde die total schön. Ja, und praktisch sind die auch, ne? Nur halt zum Transportieren nicht gut, aber für den Kühlschrank oder für die Mikrowelle sind die echt klasse. Ja, Mikrowelle können die auch, ne? Backofen sogar, wow. Ohne Deckel, Spülmaschinen geeignet. Das wäre meine Frage gewesen, ob nämlich der Deckel auch in die Spülmaschine kann, weil nicht, dass die sich verformen und dann nicht mehr drauf passen. Und sogar ins Eisfach auch. Wow. Und ich habe mein Kind abgelegt. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie abgelegt und sie schreit nicht. Oh mein Gott, wow. Du bist ja gar nicht verzogen. Wow. Ich kann sie nicht zeigen. Jetzt gerade. Super, du spielst ganz alleine im Laufstall. So gut erzogen. Nein, ihr dürft das nicht so ernst nehmen, wenn ich sowas sage, ne? Aber das kennt ihr ja schon, dass wir manchmal komische Witze machen, ne? So sarkastisch oder wie sagt man dazu? Bernd und ich sind sehr, sehr, sehr sarkastisch. Ich versuche das immer aus den Videos rauszuschneiden. Oder dass wir das halt nicht sagen, wenn die Kamera läuft. Denn ich glaube, manche Menschen verstehen das nicht, wenn wir solche Witze machen. Und deswegen nehme ich das raus. Weil ich nicht möchte, dass das falsch verstanden wird, ne? Wenn wir sowas halt sagen. Ach, schwieriges Thema. Ich wollte jetzt schon mal das Abendessen vorbereiten. Und bei uns gibt es heute Gowomki, die der Bernd gemacht hat. Habe ich euch ja erzählt schon heute Morgen. Das sind so Krautwickel gefüllt mit Reis und Schmorzwiebeln. Das war alles eingefroren. Die brate ich jetzt an. Und das ist Kürbissuppe, auch eingefroren. Die taut auch gerade auf. Das ist für mich und Bernd und das ist für Calvino und Bernd. Also Bernd ist beides, falls das jetzt noch nicht so rausgekommen ist. Ah, oh, jetzt wird meine Maus wach. So, da brauche ich einmal hier eine Pfanne. Für die Krautwickel. Dann fange ich nämlich schon mal an, das zu erwärmen. Und einen Topf für die Suppe. So. Zack, zack. Ausgeschlafen, ja. Oh, Mausi. Ja, eben die Suppe
Suppe warm machen, ne? Ja. So. Ich gehe auch schon mal, ne? Oh, warte, du willst das auch sehen, ne? Da, jetzt siehst du das. So, ich habe die Gowonki jetzt schon mal hier in die Pfanne getan und habe sie runtergestellt, weil die sind halt jetzt noch gefroren. Das sieht man auch da am Rand. Und es dauert ewig lange, bis die richtig warm und aufgetaut sind. Und jetzt haben die noch fast eine Stunde Zeit. Ja, dann können die ganz langsam hier in Ruhe auftauen. Das schmeckt richtig gut. Ich mache da gleich eine Soße zu aus Hela-Ketchup und Sahne. Total ungesund, aber mega, mega lecker. Ja, und hier ist die Kürbissuppe mit Kartoffelstückchen. So, das war jetzt die ganze Zeit hier nur auf 4 und ist ganz leicht geschmurgelt. Ich habe es jetzt einmal umgedreht. Das war jetzt bestimmt eine halbe Stunde hier am Schmurgeln. Und ich habe die Maus gestillt so lange und jetzt ist die Spülmaschine leer. Leer. Ja, das wäre schön, wenn die schon leer wäre. Die ist fertig. Ich darf die jetzt ausräumen. Muss Murphy ja Bosse gar nicht kommen. Da gibt es nichts abzulecken. Er liebt das immer, die abzulecken. Ja, oh, und er ist noch ein bisschen heiß. Ich warte noch ein bisschen mit dem Ausräumen, sonst verbrenne ich mir die Finger. Achso, ich kann schon mal einen Topf für die Soße holen. Ja. So ein kleiner Topf reicht. Und dann kommt da der Ketchup rein, hier der. Der Hela-Ketchup, wo ist der denn? Da. Da ist nicht mehr so viel drin, wie ich brauche, glaube ich. So, ich habe hier noch eine neue Flasche geholt eben. Und das ist unsere Sahne. Und dann mache ich normalerweise immer ein Paket für die Soße da rein, aber es bleibt meistens etwas übrig, deswegen nehme ich diesmal nur so die Hälfte ungefähr. Und dann wird das ungefähr 1:1 mit dem Ketchup gemischt und einmal aufgekocht. So, das stelle ich jetzt ein bisschen runter. So. Und du bist ganz zufrieden jetzt, ne? Ja, war das schön? Wir haben ganz viel gekuschelt heute, ja? Die Maus. Die Maus, richtig bekuschelt wurdest du. Ja, ja. Erzähl mal, kommt der Papa gleich? Und der Calvino, der große Bruder? Ja, dann können wir alle zusammen essen. Ja, das machen wir. So, jetzt ist das hier schon abgekühlt, glaube ich. Unsere Glaskaraffen habe ich rausgefunden. Die kann man auch in eine Spülmaschine packen. Das ist so angenehm. Ich habe die immer von der Hand gespült mit so einem, ihr wisst schon, so einem Stab, ne, den man dann da reinmachen kann. Aber das ist halt so, ja, ich bin halt faul. Dass das Glas hält in der Spülmaschine, war mir klar. Aber ich dachte, das wird nicht richtig sauber. Und er. Ja, so. Boah, diese Riesenschränke. Teller hier in der Spülmaschine von Villeroy & Boch. Wir hatten ja gestern Besuch und dann hole ich immer das Service von meiner Mama raus, was sie mir vermacht hat. Da freue ich mich immer. Das gab es eigentlich immer nur zu Weihnachten und zu besonderen Anlässen. Achtung, Licht. Ui, jetzt blendet's, ne? Es war total dunkel die ganze Zeit, sorry. Das wäre jetzt eigentlich so eine Szene, die ich mit Musik hinterlegen würde. Aber das kann ich am Handy. Oder ich habe es zumindest noch nicht rausgefunden, wie ich das machen kann. Deswegen, ja, hört ihr halt einfach die Geräusche
wie ich die Spülmaschine ausräume. So. Und wie die Maus brabbelt, ne? Ja. Und gluckst? Gluckst du fein, du kleine Maus? Du feine Maus? Ja. Wenn man YouTube macht und solche Szenen hier macht, dann muss man immer einigermaßen alles ordentlich haben oder sauber. Aber seht ihr, ich saug das regelmäßig aus, ne? Und trotzdem sind hier so kleine Krümelchen immer. Obwohl ich das echt oft mache. Wir haben ja diesen Sauger, der immer so ohne Kabel ist und so. So, jetzt bekommt man sofort Kommentare. Hate, dass man dreckig ist. So. Ja, ach, Calvino ist wieder da. Hallo. Ist die Tür zu? Ja. Super. Komm rein. Wie geht's dir? Ja, auch. Während es noch nicht da von der Arbeit. Ich mache jetzt gerade Essen. Ach so, und die Nele hat gefragt, ob sie morgen wiederkommen darf. Oder sie kann auch schon heute wiederkommen, wenn die will. Ja, dann ruft sie an. Von mir aus gerne. Sie ist immer willkommen, wisst ihr. So. Aber werden blond. Ja, die werden immer heller jetzt, ne? Du blonde Haare. So habe ich mich dir gewünscht. Aber heute... Morgen war ja. Die noch viel brauner. Ja? Ja. Sie lacht dich an. Ja, lächelst du. Lächelst du. Super. Ja, freut sich, dich zu sehen. Ja, freust du dich? Einmal die gebratenen Gowomki. Und da sind noch so ein paar Kohlblätter ohne Füllung. Die sind auch sehr lecker gebraten. Die Soße dazu. Und die Kürbissuppe. Jetzt hast du dich gesprochen, du Maus. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr kennt das schon. Ich habe gestern Abend mal wieder nicht den Vlog beendet. Ist auch ackern, ne? Ist gerade am Einschlafen. Ich schneide gerade das Video. Und ja, wollte mich nur vom Vlog verabschieden. Bis morgen. Tschüss. Achso, danke fürs Zuschauen.